Kapitel 11 Grabesanbetung aus islamischer Sicht. Die Verehrung der Toten durch erfundene Bestattungsriten, ausgeschmückte Gräber und Grabanlagen sowie Gedenkfeiern und Veranstaltungen der Ehrerweisung hat über die Menschheitsgeschichte hinweg zu Unordnung und Abirren in der Religion geführt. Als Folge daraus beten die meisten Menschen Gräber in irgendeiner Form an. So ist zum Beispiel die Anbetung der Vorfahren die Grundlage der Religion der meisten Chinesen, die ungefähr ein Viertel der Menschheit ausmachen. Ihre religiösen Riten haben oft mit Gräbern und der Anbetung von Abbildern ihrer Ahnen zu tun. Die Grabstätten heiliger Männer unter Hindus, Buddhisten und Christen wurden zu Mausoleen, wo Riten der Anbetung wie Gebet, Opfergaben und Pilgerfahrt groß angelegt vollzogen wurden. Mit der Zeit wichen muslimische Herrscher und die Massen von den Grundlagen des islamischen Glaubens ab und begannen heidnische Praktiken der nicht-islamischen Nationen um sie herum nachzuahmen. Große Gebäude wurden über den Gräbern der Sahaba, der Prophetengefährten, großer Rechtsgelehrter und jenen, die als Sufi-Heilige bezeichnet wurden, gebaut, wie im Fall von Ali, Imam Abu Hanifa, Imam al-Shafi'i, Junaid und Abdul Qadir al-Jilani. Seit kurzem werden auch Mausoleen über Gräbern von Führern gesellschaftlicher Bewegungen wie Muhammad Ali Jinnah, dem Gründer Pakistans, und Muhammad Ahmad, dem sogenannten Mahdi Sudans, errichtet. Heutzutage reisen viele unwissende Muslime weite Strecken, um den Ritus des Tawaf, um diese Mausoleen zu vollziehen. Manche verrichten sogar Gebete in und außerhalb von ihnen, andere bringen Opfertiere zu diesen Plätzen, um diese zu schlachten. Die meisten unter ihnen hegen den falschen Glauben, dass die Rechtschaffenen unter jenen Toten Allah derart nahe sind, dass alle Taten der Anbetung, die in ihrer Nähe erbracht werden, von Allah eher akzeptiert werden als sonst wo. Dies rührt von der Idee her, dass diese Toten gesegnet seien und alles, was ihnen nahe ist, dementsprechend ebenso gesegnet sein müsse. Ihre Grabstätten und das Land, worauf sie errichtet wurden, sind nach ihrer Vorstellung mit dem Überfluss an Segen durchdrungen. Wegen dieses Glaubens reiben Grabesanbeter mit ihren Händen über die Wände der Gräber und streichen dann über sich selbst, um zusätzlichen Segen zu erlangen. Oft sammeln sie die Erde nahe den Gräbern, in dem unnötigen Glauben, diese Erde besäße spezielle Heilkräfte wegen der Segenswirkungen der dort Begrabenen. In manchen Richtungen der Schia sammeln Anhänger Erde aus Karbala, wo Imam Hussein den Märtyrertod erlitten hatte. Sie backen diese Erde, um kleine Täfelchen zu erstellen, auf denen sie sich während des Pflichtgebets niederwerfen.